Geistchirurgie. Geistchirurgie ist die Bezeichnung für verschiedene Formen der Heilbehandlung. Es gibt zum Beispiel in den Philippinen und auch in Brasilien eine Form der Geistchirurgie, bei der es heißt, dass der Heiler sich in einen veränderten Bewusstseinszustand versetzt, dass er dann die bestehenden Gesetze der Biologie aufheben kann und dann schmerzlos mit dem Finger den Körper öffnen kann, krankhaftes Gewebe entfernen kann, das Blut wegwischen kann und die Wundränder wieder zusammendrücken kann. Die Geistchirurgie bedeutet also, dass man Operationen ausführen kann, ohne dass der mit physischen Instrumenten etwas getan wird. Es entstehen dort keine Narben, manchmal entsteht eine kleine Rötung. Der Zeitdauer des Eingriffs ist nur 3 bis 5 Minuten. Es fließt zum Teil etwas Blut, aber nicht viel. Der Patient ist bei vollem Bewusstsein. Narkose, Hypnose sind nicht erforderlich. Nur der Behandler selbst ist in einem veränderten Bewusstseinszustand. Das ist also eine Form der Geistchirurgie. Geistchirurgie als Methode, an sich selbst zu arbeiten. Es gibt auch die Methode der eigenen Geistchirurgie. Du bist dir bewusst, welche Blockaden du in dir hast und du nimmst dir vor, diese zu beseitigen. Geistchirurgie heißt also hier, sich bewusst machen, was hält mich davon ab, das zu tun, was ich möchte? Was hält mich davon ab, mein Leben so zu gestalten, wie es gut wäre? Was hält mich davon ab, das zu tun, was ich weiß, was meine Bestimmung ist? Was hält mich davon ab, anderen zu helfen und zu dienen? Und wenn du das weißt, kannst du dir vornehmen, ich nehme das weg. Und du kannst dir auch visualisieren, dass du diese Blockade mit einem Skalpell wegoperierst. Manchen Menschen hilft diese Form der Visualisierung. Und die Visualisierung, dass du bestimmte Blockaden wegoperierst und dass dann die Energie fließt und du in die Lage versetzt wirst, das zu tun, was deine Aufgabe ist, kann man als Geistchirurgie bezeichnen. Wenn du willst, kannst du auch einen Moment mal nachdenken. Gibt es etwas, was du denkst, was du eigentlich tun willst und was deine Aufgabe ist? Und dann überlege, was hält mich davon ab? Eventuell visualisiere es. Stelle dir vor, angenommen, ich könnte dem, was mich jetzt davon abhält, eine Gestalt geben. Und dann kannst du dir vorstellen, wie das, was in dir sich manifestieren will, hinter dieser Gestalt ist und das, wo du das anwenden kannst, vor der Gestalt ist. Und dann operiere geistig mit einem Skalpell das weg, was dich davon abhält. Und dann spüre die Flut von Energie und Inspiration, die durch dich fließt, und am besten setze es dann gleich um.